Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe mir heute Verstärkung geholt zu dem Thema, was mich seit einiger Zeit sehr beschäftigt, wo ich mich so ganz langsam rantaste. Und an meiner Seite habe ich aber zwei Experten, die das schon wirklich viele, viele Jahre darin forschen. Und einmal habe ich hier die Susanne und den Roger. Und ich würde euch bitten, einfach mal ein paar Worte über euch selber zu sagen, dass die Leute wissen, mit wem, wer sitzt da gerade vor Ihnen. Ja, ich bin Roger, wie du schon gesagt hast. Danke für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Ich lebe seit 35 Jahren in Gemeinschaften. Fühle mich der Liebesforschung, was für mich das Oberthema ist von diesem Video, schon sehr, sehr lange verbunden, noch länger, eigentlich seit 40 Jahren. Und bin Seminarleiter, Landschaftsgärtner. Ja. Susanne? Ja, ich bin Susanne und lebe auch seit vielen, vielen Jahren in Gemeinschaft und habe die verschiedensten Liebesformen ausprobiert und bin eigentlich seit ich 18 bin, mit diesem Thema Abenteuer, Liebesforschung verbunden. Ich bin Agraringenieurin, Mutter von zwei jungen erwachsenen Kindern und bin einfach immer wieder fasziniert von dem Thema der Liebesforschung. Genau, und ich habe die beiden einmal bei einem Einsatz hier auf dem Gelände kennengelernt, aber auch mittlerweile schon bei einem Liebessymposium, was ihr beide gebt, das ist ein Seminar. Genau, und deswegen, da kam ich irgendwie so auf die Idee, ich möchte gerne mit den beiden über das Thema sprechen, mehrere zu lieben. Ihr macht ja da auch Seminare zu und eine Jahresgruppe und ja, also die richtigen für mich jetzt dafür. Und ich möchte gerne mit der Frage anfangen, warum liegt euch das Thema mehrere zu lieben so am Herzen? Ja, also mir liegt es am Herzen, weil, wie ich schon gesagt habe, schon seit sehr früher Zeit forsche ich in der Liebe und bin noch bald dahin gekommen, dass ich gemerkt habe, oh, in mir ist Platz, auch mehrere zu lieben. Also auch von der persönlichen Ebene liegt es mir am Herzen. Und es liegt mir am Herzen, wenn ich in meinen Freundeskreis schaue, in die Menschen, die herkommen, wo ich sehe, wow, in der Liebe ist gerade so viel am Verändern, in allen Liebesformen, ob das jetzt die monogame Beziehung ist oder was auch immer. Und es kommt auch gerade ganz neu die Liebesform der Meere zu lieben, der Polyamorie, kommt immer mehr ans Licht. Und das ist für mich etwas, was es auch schon sehr, sehr lange gibt. Ich vermute, seit Urzeiten, das heißt, die ersten Menschen gab, gibt es auch diese Form, dass man mehrere liebt. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, es bewusst und nicht mehr heimlich ans Licht zu holen und diese Form zum Erblühen zu bringen. Darum liegt es mir am Herzen. Ja, mehrere zu lieben ist für mich ein Ausschnitt von den vielen Möglichkeiten zu lieben. Und was mir sehr am Herzen liegt, ist, dass wir eine Möglichkeit finden, überhaupt Liebe zu lernen. In einer Zeit, wo es uns völlig für uns sehr wichtig wäre, wirklich was in der Liebe zu lernen, wenn man überhaupt die ersten Impulse hat, ja zu lieben oder sich mit Sinnlichkeit, mit Sexualität zu beschäftigen in der Jugend. Lernen wir eigentlich nichts. Wir gehen zur Schule und lernen eine Menge, aber eben nichts zum Thema Liebe. Und mir liegt am Herzen, eine Schule zu haben, um Liebe zu lernen, so wie wir Mathe lernen, so wie wir Biologie lernen und nicht weiter in der Illusion verfallen sind, dass die Liebe einfach da ist und dass sie bleibt oder dann ist sie wieder weg und das ist ein Unglück. Wir können wirklich eine Menge lernen an dieser Stelle. Und der Roger hat es schon so schön gesagt, es ist ein Lebensweg, Liebe zu lernen und es ist nie zu spät, damit anzufangen. Das hast du schön gesagt mit dem. Es ist nie zu spät anzufangen, also egal wie alt oder an welchem Punkt, also auch ich mit 40 darf da noch mit anfangen. Genau. Genau. Und die nächste Frage, die ich euch stellen möchte, ist,
Ihr habt ja da jetzt viel Erfahrung, viel geforscht. Was für Arten von mehrere zu lieben sind euch denn so begegnet? Also was, was gibt es da so für Möglichkeiten? Also was man sehr oft erlebt, ist, dass es wie eine Hauptbeziehung gibt. Zwei Menschen, ein Paar, was sich miteinander verbunden ist und was den Wunsch hat, sich zu öffnen, wo es dann noch einen Geliebten gibt oder eine Geliebte. Und da ist das Besondere, dass es zum einen eben nicht heimlich ist, was wir vorher schon hatten, dass es nicht nur um Sexualität geht, also auch nicht nur um One-Night-Stand, sondern das heißt ja mehrere lieben, dass auch die Liebe eingeladen ist. Und trotzdem gibt es eine Hauptbeziehung und es gibt Geliebte. Das ist eine Form, die sehr häufig auftritt. Dann gibt es auch, nicht oft, aber auch das gibt es, dass der eine Geliebte hat und der andere will das gar nicht. Auch das kann eine gute Form sein. Der eine, andere will das nicht für sich. Genau, der andere will das für, nicht für sich. Dann gibt es auch jetzt gerade es gibt viele Definitionen von den Ganzen, also auch gerade mehrere lieben Polyamorie, allerdings sind die sehr uneinheitlich und es hat auch damit zu tun, dass eigentlich jeder Liebesweg ganz einzigartig ist. Das Schemata würde viel zu eng sein und es gibt aber auch Menschen, die sagen, wir wollen gar keine Definition haben, dass es keine, nicht eine Hauptbeziehung gibt und der andere ist mein Geliebter, sondern dass alles gleich ist. Und es gibt die Triaden, auch das, also Dreiecksbeziehungen da sind, wo zwei Frauen und ein Mann oder umgekehrt zusammenleben. Das ist so das, was ich kenne. Susanne, fallen dir noch andere Möglichkeiten, wie wir das leben können, ein? Oder wie es dir begegnet ist, vielleicht auch, ja. Du hast ja nach Formen gefragt und als erstes ist mir dann eingefallen, manchmal ist es wichtig, erstmal mit einem Menschen anzufangen. Aha, das geht auch. Das geht auch, ja. Ja, ich hatte einen guten Freund, der gesagt hat, Mensch, bevor ich jetzt mit ganz vielen Liebesexperimente anfange, gehe ich erstmal in die Tiefe mit einer Person. Mhm. Und ich sagte ja schon, es ist ein Lebensweg. Ja. Und persönlich kann ich sagen, ich habe viele Formen gelebt, also an dieser Stelle deswegen auch, es kann sein, dass im Leben sich diese Formen verändern. Es ist nicht so, dass für eine Person eine Form das Richtige ist, sondern es geht darum, authentisch sich treu zu bleiben und diesen einen ständigen Weg der Veränderung im Grunde auch zu gehen. Und man merkt eben nach, ich kenne ein Paar, das nach 18 Jahren gesagt hat, wo sie zusammengelebt haben, wir haben so viel Liebe, wir möchten uns ausdehnen, wir möchten noch andere mit in unsere Liebe hineinnehmen. So. Und dann haben sie sich auf den Weg gemacht und geguckt, was das heißt, auch viel mit unserer Unterstützung, mit anderen Menschen zusammen, zu gucken, was ist denn jetzt das Richtige und wie geht denn das auf eine Weise, wo sich das Glück vermehrt und nicht verkleinert oder wo das Paar dann auseinander geht. Ja, das erlebe ich hier am Platz. Also wir sind ja gerade im Zeck oder ich bin auch gerade hier zu Besuch, wo ihr sozusagen lebt. Und da merke ich auch, dass ich das ganz oft höre, so diese Einbettung auch. Ne? Also dass jetzt nicht ein Paar oder diese Liebesforschung nicht nur untereinander passiert, sondern in ein größeres Feld eingebettet wird. Und das finde ich auch sehr schön. Es klang jetzt schon so ein bisschen an, deswegen frage ich da nochmal genauer nach. Könnt ihr so ein bisschen was von eurer Geschichte erzählen? So, jetzt habt ihr ja wirklich so 33 Jahre oder 25 Jahre diese Erfahrung. Magst du da mal so ein bisschen so ein paar Lichtpunkte, wo du merkst, so, das sind so so wichtige Wendepunkte in der Liebe für dich? Also Wendepunkte waren für mich, dass ich tatsächlich erleben durfte, dass ich nicht nur einen Menschen liebe, sondern zwei gleichzeitig lieben kann und das Gefühl überhaupt zu haben, von anderen zurückgeliebt zu werden. Mhm. Also das habe ich hier tatsächlich im ZEC zum ersten Mal erlebt. Zwei Männer, mit denen ich quasi parallel eine Liebesbeziehung hatte, die richtig in die Tiefe ging, sag ich mal.
Also das war mal ein Wendepunkt und du hast, ich weiß nicht, ob du jetzt nur Glückserlebnisse gemeint hast, nein, aber auch zu sehen, wie sich manchmal Liebesbeziehungen verändern, also das mit hineinzunehmen, zu sehen, ich habe auch über viele Jahre war ich mit einem Mann zusammen, der dann festgestellt hat, jetzt möchte er gerne in eine monogame Beziehung gehen und dann zu sehen, wie können wir uns eigentlich in Liebe dieser Veränderung stellen, weil das an der Stelle bedeutet hat, dass wir Abschied genommen haben voneinander, also von unserer Liebesbeziehung, auch von unserer sexuellen Liebesbeziehung. Und er dann sozusagen in die Form hineingegangen ist, alleine mit einer Person eine Liebesbeziehung zu führen. Und im Nachhinein, sage ich mal, für mich war das auch ein Highlight, weil ich in der Welt, in der Umgebung, in der Gesellschaft sehe, wie Trennungen verlaufen, nicht in Frieden. Vielleicht mal wie ist dir das so gelungen? Das sind ja wirklich dann so schmerzhafte Punkte. Was würdest du sagen, wie ist dir das also gelungen, wir da durchzugehen? Wir haben uns beide zugemutet einander und ich habe ihm meinen Schmerz zugemutet. Er hat mir auch seinen Schmerz zugemutet und auch aber das Verlangen und die mir ganz zu zeigen, was ihn dahin zieht, mit der anderen Frau zu sein. Und wir haben uns auch Begleitung geholt. Also dem Schmerz nicht auszuweichen, finde ich eine wichtige Stelle. Und also an der Stelle kann ich auch mal einfügen, es geht auch darum, sich und dem anderen da zu vergeben, dass Schmerz zum Leben dazugehört. Und dass danach, wenn man das gelebt hat, dann auch wieder die Freude ins Leben hineintritt. Ja, da habe ich auch gerade so selber die Erfahrung gemacht, dass wenn ich, also mit einem Mann, der mich nicht zurückgeliebt hat und ich habe mich aber trotzdem mit allem gezeigt, was irgendwie in mir war und dadurch habe ich mich trotzdem ganz gefühlt und auch mit ihm verbunden. Das fand ich, war für mich auch was ganz Neues. Also ich möchte das bestärken, so dieses wirklich sich mit allem zuzumuten, ne? Was du ja auch angesprochen hattest. Früher verlief vieles so heimlich und dann hat man was nicht gesagt oder, ne? Und dieses, dass es immer bewusster sein darf und auch, ich verwende jetzt mal das Wort, das klingt jetzt nicht so nett, aber so massentauglicher. Also es gibt immer mehr Menschen, die sich dafür interessieren, wahrhaftig zu leben und das auch offen leben zu können. Und wir haben uns da, glaube ich, neulich drüber unterhalten, dass selbst jetzt so ARD, ZDF und so sozusagen so große Sender dieses Thema aufgreifen auf eine wirklich sehr offene Art, nicht mehr so wertend. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen abgeschwiffen, aber ich möchte auch gern von dir noch hören, was ist so deine Geschichte, deine eigenen Erfahrungen zu dem, in deinem Leben? Was gibt es da für Highlights? Noch mein Liebesweg. Dein Liebesweg, ja. Genau. Für mich war ein erstes Highlight, dass ich irgendwann in dieses Projekt kennengelernt habt, Vorläufer vom ZEC, und wo eine große Freiheit möglich war für mich, die ich vorher nicht gekannt habe. Ich dachte, boah, ich bin okay als Mann. Ich darf ein erotisches Wesen sein und ich darf mein Interesse zeigen und ich kriege ein Ja oder ein Nein. Es war wie so, boah, ich bin wieder ins Wasser zurückgetaucht. Und vorher hat sich das sehr, ich bin nicht richtig, ich bin nicht falsch, bin ich zu viel. Das hat mich sehr irritiert. Und das war für mich das erste Highlight überhaupt, in so einem Feld zu leben, zu festgestellt, ich bin richtig und ich kann für meine Bedürfnisse gehen dann. Und genau, und aus diesem Weg heraus habe ich dann, sagen wir, diese Schmetterlingsseite des Lebens entdeckt. Wow, ich kann so, das ist so viel möglich, so viel Schönheit, so viele wunderbare Frauen, die ich entdecken darf. Und aus dem heraus ist dann auch entstanden der persönliche Wunsch, mit einzelnen Menschen tiefer zu gehen, so als junger Mensch, auch die personale Liebe ist ihm eingekommen, die Vertiefung, dranbleiben, auch wenn es schwieriger wird. Also, die dunkle Seite des Schmetterlings ist ja, dass man dann immer schnell weitergeht, wo es schwieriger wird, die verbinden mit einer Erdkraft, dranbleiben, suchen, wie geht es weiter,
Und aus dem raus ist dann gekommen, dass ich gemerkt habe, wow, in meinem Herz ist noch viel mehr Platz. Ich konnte es richtig irgendwann spüren. Ich wünsche eigentlich noch eine zweite Frau so zu lieben, wie ich jetzt gelernt habe, die eine Frau zu lieben. Und dann kam noch eine dritte dazu. So habe ich eine Zeit lang in einem Trio und in einem Quartett gelebt. Und das war eine wunderbare Zeit meines Lebens und auch eine sehr anstrengende Zeit in meinem Leben. Weil ich noch nicht richtig wusste, wie halte ich den Raum für mich, wie kommuniziere ich klar, wie setze ich Grenzen. Ja, das waren so die Highlights. Und ich glaube, ich würde gerne noch mal so ein bisschen ins Jetzt kommen. Also, wie lebt ihr jetzt gerade? Wer will zuerst? Ich kann gerade weitermachen. Im Jetzt ist es so, dass ich seit 14 Jahren in einer wunderbaren Partnerschaft mit der Susanne lebe. Und dass ich eine Geliebte habe, seit 11 Jahren, also auch da richtig was, eine gewachsene Liebesbeziehung, dass ich hin und wieder erotische Freundschaften pflege, hier auch ist ein Sekt, also auch sehr langjährig. Ja, das ist so mein jetziger Liebesweg zu den Frauen hin. Roger hat ja schon gesagt, wir leben in Partnerschaft seit vielen Jahren. Ich habe noch einen Geliebten, mit dem ich auch sehr, sehr lange schon zusammen bin. Und was mir auch noch wichtig ist an dieser Stelle, also es gibt auch eine Liebe zu dem Vater von meinen Kindern. Also die Kinder sind jetzt 20 und 21 Jahre alt. Wir sind gemeinsam hierher gekommen und wussten, wir wollen auf alle Fälle immer für unsere Kinder da sein. Wir haben hier stürmische Zeiten erlebt und sind auch kein Liebespaar in dem Sinne mehr. Und trotzdem habe ich festgestellt, dass meine Liebe eigentlich größer geworden ist zu dem Vater von meinen Kindern über diese ganze Zeit hinweg. Und das gehört auf alle Fälle mit dazu. Ja, dankeschön. Dann würde ich dieses Video an der Stelle mal beenden und es werden noch zwei weitere Folgen, wo wir ein bisschen darüber sprechen, für wen ist es geeignet, diese mehrere zu leben, oder gibt es da auch Menschen, wo ihr das vielleicht abraten würdet? Und genau, da könnt ihr dann weiterschauen und ich verlinke euch auf jeden Fall unten mal die Webseite von den beiden. Für die wunderbaren Seminare, die sie machen, da könnt ihr euch informieren und ja, alles weitere im nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Tschüss.